Liebe Eltern, nun lebe ich schon 4 Wochen in unserem Zentrum. Ich habe das Gefühl, dass ich schon ganz dazugehöre und dass mir ein großes Glück widerfahren ist. Darum finde ich es schade, dass euer letzter Brief so besorgt klang, weil ich glaube, dass ich durch den Eintritt in die Gemeinschaft meinem Leben endlich einen Sinn gegeben habe. Schon lange hat mich der Gedanke bedrückt, dass Gott die Welt, so wie sie heute ist, nicht gewollt haben kann. Ich habe hier Menschen in meinem Alter gefunden, die ähnlich empfinden und die, das ist das Großartige, wissen, wie die verloren gegangene Harmonie zwischen Gott und dem Menschen wiederhergestellt werden kann. Auch ich möchte ihren Weg gehen. Himmlischer Vater, lass uns diesen Tag positiv beginnen. Gib unseren Herzen Kraft und lass uns nachher auf der Straße die richtigen Worte finden. Ich habe mich ziemlich verändert, innerlich, natürlich auch äußerlich. Mama freut sich bestimmt, dass ich mich kein bisschen mehr schminke. Einmal in der Woche wird gemeinsam mit den Geschwistern gefastet, was sich nicht nur positiv auf meine Figur auswirkt. Privateigentum gibt es bei uns nicht. Auch das Streben nach beruflichem Erfolg ist für uns unwichtig. Nur mein Englisch mache ich nach wie vor weiter, weil ich es unbedingt brauche, wenn ich eines Tages zur Mission nach Amerika geschickt werde. Ich umarme euch und denke in Liebe an euch. Wir bitten dich auch für unsere Geschwister auf der ganzen Welt. Segne sie und schenke ihnen Kraft in der Missionsarbeit, damit recht bald unsere Gemeinschaft über die ganze Erde verbreitet ist. Wir bitten dich, hilf uns, die negativen Strömungen in unserer kleinen Familie zu bekämpfen. Halte Satan von uns fern, denn wir wollen in deiner Harmonie und Vollkommenheit leben. Wir werden auch unsere ganze Kraft dafür einsetzen, das versprechen wir dir. Wir danken dir für unsere wahren Eltern und dafür, dass wir die Familie gefunden haben. Segne sie und segne unsere Familie. Amen. Amen. Hast du ihn gefragt, warum er wieder vom Gebet weggelaufen ist? Ich habe ihn nur gefragt, wie lange er jetzt fastet. Es sind jetzt schon 13 Tage. Also ich finde das eine wahnsinnige Leistung. Kann er damit nicht bald aufhören? Ich weiß nicht, was für eine wahnsinnige Leistung das ist. Last year, ich habe 3 Wochen gefastet. Das ist nicht so schwierig. Aber das hilft ihm doch auch nicht weiter. Ich finde, er dreht von Tag zu Tag mehr durch. Das musst du doch auch spüren, Heinz. Du hast doch gesagt, dass es ihm jetzt besser geht als früher. Ja, trotzdem sind in ihm noch immer starke negative Kräfte am Wirken. Die sind sogar ziemlich stark. Manchmal, da spüre ich richtig, wie so eine negative Strömung auf mich übergreift, wenn die da im Raum ist. Das ist, wie eine schlechte Strahlung ist. Das ist ganz komisch. Also ich glaube eher, dass er Angst hat. Klar hat er Angst. Er hat Angst vor Satan. Hier, innen, in his heart. Da sitzt Satan. Er muss Angst haben. Quatsch, Harry. Hör zu, Beate. Ach, ich finde das einfach schlimm, was er sagt. Das ist die Wahrheit. Ja, wenn es wahr ist, dann müssen wir ihm helfen. Dann müssen wir ihn beschützen. Das tun wir doch auch. Du und ich und alle Menschen haben Gott und Satan in sich, weil es den Sündenfall gab, klar? Aber bei Dieter ist Satan im Augenblick in der stärkeren Position. Darum fastet er, damit er Satan mehr und mehr aus sich herausdrängen kann. Wir haben das Fasten als Bedingung für seine Wiedergutmachung gelegt, um ihm zu helfen. Trotzdem, so richtig habe ich das immer noch nicht verstanden, für was das alles gut sein soll. Du wirst es bald verstehen. Wenn du das Trainingscamp hinter dir hast, gibt's für dich da keine Probleme mehr. Ich habe da eine Frage, Heinz. Ist es theoretisch möglich, dass Dieters Wiedergutmachung nicht akzeptiert, nicht angenommen wird? Das wäre möglich, ja. Dann könnte es doch sein, dass, wenn wir neue Bedingungen legen, dass die dann akzeptiert werden. Theoretisch wäre das möglich. Dann denken wir uns doch einfach was Neues aus. Ich habe Dieter vorhin schon gefragt, ob er mit mir missionieren gehen will.
Ohne meine Einwilligung darfst du ihm eine solche Frage nicht stellen, Beate. Er hat ja auch gesagt, ich soll dich erst fragen. Es geht nicht. Warum? Er hat völlig recht. Es geht wirklich nicht, Beate. Der Dieter verbreitet so eine schlechte Atmosphäre. Er jagt dir jeden Kontakt in die Flucht. Gut, dann soll er das Fasten abbrechen. That's great, Hans. Ist eine gute Entscheidung, Heinz. Du hast mir doch gestern erklärt, dass Arbeit für die Familie auch eine Form von Wiedergutmachung sein kann. Was haltet ihr davon, wenn ich mit dem Dieter zum Arbeitsamt gehe? Na, irgendwas findet sich da schon für ihn. Da könnte Elisabeth wieder mit uns missionieren gehen. Die ist nämlich eine prima Missionarin. Ich habe halt gedacht, das wäre eine gute Idee. Die Idee ist nicht schlecht. Sie ist wundervoll, Heinz. Ich würde sehr gern wieder mehr missionieren gehen. Vielleicht hat sie doch recht, Heinz. Wenn der Dieter hier rumsitzt, er hat für uns keinen Nutzen. Aber wenn er arbeitet, hat er für uns alle einen Nutzen. Satan muss sich für Ärger in den Schwanz beißen. Nee, man wird nicht auf ihn gewartet haben. Er ist keine vollwertige Arbeitskraft. Viel zu schwach. Wir peppeln ihn schon wieder hoch, was? Ich mache ihm was. Bart. Vater, du siehst, dass du dich auf uns verlassen kannst. Wir sind deine Kinder. Im Sinne deiner allumfassenden Harmonie wollen wir zu kreativen Lösungen kommen, die dein Wohlgefallen finden mögen. Amen. Amen. Du sollst langsam essen, hat Elisabeth gesagt. Jeden Löffel kauen. Früher habe ich immer ganz viel Zucker und Zimt drüber gestreut. Seht, ein bisschen Zucker holen? Ein bisschen Zucker kann ja nicht schaden. Ich will nichts essen. Ich lasse mich nicht in Versuchung führen. Mann, du machst es einem aber auch schwer. Ihr wollt mich nur loswerden. Ihr wollt mich aufpeppen und dann abschieben. Nein. Doch, ich hab's gehört. Eins hat mit dem Landesvater telefoniert. Abschieben wollt ihr mich? Es ist doch nicht wahr. Wir wollen, dass du arbeitest. Wir brauchen dich. Du, ich gehe mit dir zum Arbeitsamt. Hör mir doch zu. Sind das die neuen Bedingungen? Ja. Herrgott, ich danke dir. Gut? Sehr gut. Was für herrliche Dinge schenkt uns doch Gott. Und wie wenig wissen wir, sie zu würdigen. Weißt du eigentlich, dass ich vor ein paar Monaten noch ein sehr guter Missionar war? In meiner Familie in Heidelberg. Da habe ich immer die meisten Kontakte gemacht. Klar, ich konnte Gitarre spielen und singen. Da hast du immer einen Haufen Leute um dich rum. Und sie wollten mich sogar nach Japan schicken. Ich habe schon Japanisch gelernt. Ich bin schon froh, wenn ich nach Amerika komme. Ich muss mich nur ungeheuer anstrengen, damit ich das auch schaffe. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab versagt. Auf der ganzen Linie habe ich versagt. Du bist jetzt in der schlechten Phase. Aber wenn du uns vertraust, wirst du da schon wieder rauskommen. Bestimmt.
Ich weiß nicht. Irgendetwas ist mit mir passiert. Aber ich weiß nicht was. Ich kann nicht mehr lächeln. Ich weiß aber, dass es unheimlich wichtig ist, weil man die Menschen sonst nicht erreicht. Aber ich kann's nicht. Du, hier in meinem Kopf und ach, da drinnen, da ist alles wie, das ist alles so kaputt. Du, ich lese, verstehst du? Ich lese die Reden des Meisters. Ich lese und lese und das ist alles bloß alles Geschwätz. Papier, Worte ohne Sinn. Hör auf. Gott ist so weit weg. Hör auf. Und da hat doch mit diesem Geschwätz da nichts zu tun. Entschuldige. Es liegt natürlich an mir. Nicht an den Reden des Meisters. Aber wenn ich bete, dann ist es genauso. Ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren. Irgendeine Kraft zieht meine Gedanken weg. Du wirst es nicht verstehen. So ein bisschen verstehe ich es, glaube ich, schon. Ich habe auch manchmal Phasen, wo ich nicht mehr richtig beten kann. Aber man muss Geduld haben. Ich habe keine Geduld mehr. Du, ich habe Angst. Wovor? Als der Landesvater das letzte Mal hier war, da hat er gesagt, wenn wir es hier in der Familie nicht schaffen, wenn wir hier versagen, dann versagen wir überall, dann fallen wir noch vollends in die Hände Satans. Hat Reinhold das wirklich gesagt? Ja, ich schwör's. Aber du hast doch nichts Böses getan. Warum sollst du dann in die Hände Satans fallen? Ich hab auch nichts Böses getan. Ich glaube, deshalb habe ich auch keine Angst vor ihm. Du behauptest, du hast überhaupt keine Angst vor ihm? Nein. Aber das darf doch überhaupt nicht wahr sein. Du, wir leben in einer beinahe perfekten satanischen Welt. Und du hast keine Angst vor ihm? Ich sehe das eben anders als du. Ich weiß schon, dass die Menschen nicht so sehr gut sind. Aber so schlecht kommen sie mir auch nicht vor. Sie sind böse. Denk doch nur an den Kommunismus, der wie eine satanische Riesenkrake über die Welt zieht. Denk an das materialistische, gierige Besitzdenken hier in unserem eigenen Land. Du hast mir doch von deinen Eltern erzählt, dass sie ein Geschäft haben und dass sie immer nur an ihr eigenes Wohl denken. Ja, aber deswegen sind sie doch nicht böse. Du, die sind sogar ziemlich fromm. Also meine Mutter, die ist so fromm, die betet einfach bei jeder Gelegenheit. Ja, genau, das ist die Sorte, die mit ihrer endlosen Beterei ihr schlechtes Gewissen betäubt, damit sie bloß nichts ändern müssen an ihrer beschissenen Lebensweise. Lass meine Eltern in Ruhe. Ja, wieso denn? Meine Eltern gehen niemandem etwas an. Es handelt sich doch nur um deine physischen Eltern. Du wirst dich sowieso mehr und mehr von ihnen trennen müssen. Den Prozess haben wir hier alle hinter uns gebracht. Sonst war das eine saubere Arbeit. Alles verchromt, dass man sich drin hat spielen können. Eigentlich war es bloß die Mülleimer, wo man sich ein bisschen gedeckt hat manchmal. Wegen der rundigen Duft und so. Ich sag also meiner Freundin, weil sie so Schmerzen gehabt hat im Unteren, jetzt geh ich halt mal hin zu meinem Doktor. Und die ist auch hin und er hat sie behandelt und hat mir was aufgeschrieben. Aber hinterher, das sagt der doch dem Fräulein Walter, das sei Sprechstundehilfe. Das sagt er doch zu dir. Sie soll sich das nächste Mal was einfallen lassen. Auf Patienten aus einem solchen Milieu, da legt der keinen Wert. Und so habe ich es für den Arzt zählt. Ich habe ihm nahezu gekündigt. Weil ich gedacht habe, zum Dreck wegmache ich mein Milieu gut genug, aber nicht zum Behandler. Das war recht von ihm. Falsch war's. Weil es aber jetzt kein Arbeitslosengeld gäbe, wegen der Kündigung. Ein Stolz muss man sich leisten können. Ich kann ihn mir nicht leisten. Ich fand das sehr mutig, was Sie gemacht haben. Entschuldigung, ich habe zugehört. Aber glauben Sie an Gott? An Gott? Ja, ich meine, ich glaube, dass er das für sehr gut findet, was Sie gemacht haben. Entschuldigung, ich wollte Ihnen das nur sagen. Ich weiß ja nicht, ob Sie überhaupt glauben. Macht ja auch nichts, ich wollte es ja nur sagen. Also, ich glaube schon an Gott. Ja? Obwohl, in Kirche gehe ich eigentlich nicht.
Gott und die Kirche ist ja nicht ein und dasselbe. Gott ist viel stärker als die Kirche. Wissen Sie, Fräulein, ich tät schon gern glauben. An Christus zum Beispiel, der ist mir da schon näher. Und weil der Mensch ja einen Halt braucht. Ja, ja, das ist unbedingt richtig. Bloß ein bisschen ein Nutzer, den tät man schon gern sehr. Ich hab sie sehr gern. Und sie habe ich auch sehr gern. Und ich kann Ihnen das sagen, weil mir mein Glaube die Kraft dazu gibt. Ist das nicht auch schon ein Nutzen? Ja, ein bisschen ungewöhnlich ist schon, aber ich finde es sehr nett von Ihnen. Dieter, Entschuldigung, ich muss gehen. Aber kommen Sie uns doch mal besuchen. Hier, da steht unsere Adresse drauf. Und noch viel Glück, auf Wiedersehen. Komisch, Mädchen. Hat sie dich schon mal gesehen? Nein. Ja, mach nicht so ein Gesicht. Wir finden schon noch was für dich. Du, ich habe da vorhin neben zwei Frauen gesessen. Wer liegt denn hier? Ich? So ein Quatsch. Du, Dieter, kannst dich da nicht hinsetzen. Du denkst, ich bin ein Versager. So red doch keinen solchen Blödsinn. Ihr habt es ja gut mit mir gemeint. Habt mir neue Bedingungen gegeben. Aber ich kann es nicht erfüllen. Ich krieg einfach keine Arbeit. Das war doch der erste Versuch. Ich hätte jede Arbeit angenommen. Alles hätte ich gemacht. Um von meinen schlechten Gedanken wegzukommen. Ich möchte bloß wissen, was du für schlechte Gedanken hast. Das ist doch alles bloß Einbildung. Einbildung? Größenwahnsinnige Einbildung. Kann schon sein. Du, manchmal, da fühle ich mich wie der da. Der Versager Dieter fühlt sich eins mit dem großen Versager Jesus Christus. Grüß dich, Bruder. Komm, steh auf. Warum nennst du Jesus einen Versager? Weil er einer ist. Hast du unseren Meister nicht gelesen? Nein, so weit bin ich noch nicht. Aber erklär's mir. Gott hat seinen Sohn als den vollkommenen Menschen in die Welt gesandt, um die Menschheit von der Erbsünde zu erlösen und zu reinigen. In Gottes Wiederherstellungsplan war vorgesehen, dass Jesus sich eine Frau nimmt. Als vollkommenes Paar hätten sie weit mehr erreichen können. Aber Jesus hat sich von den Juden, die damals in der satanischen Position standen, ans Kreuz schlagen lassen. Aber das war doch Gottes Wille. Jesus ist doch für uns alle gestorben. Nein, das war doch nicht Gottes Wille. Satan hat seine Pläne durchkreuzt. Also das kommt mir jetzt vollkommen verrückt vor. Du, Satan ist grauenvoll stark. Wenn die Familie mich fallen lässt, dann hat er mich. Du, dann bin ich verloren. Wir lassen dich nicht fallen. Wir wollen dir doch alle nur helfen. Glaub mir. Ich hab dich gern, Dieter. Ich werde auch noch mal mit Elisabeth reden. Gott hat Amerika sehr lieb. Er wird uns helfen, weil Amerika einen Präsidenten hat, der Gott sehr nahe steht. Die Bundesrepublik hat einen Präsidenten, der nicht sehr gut mit Gott ist. Wir müssen helfen, dass es anders wird. Das spinnt ja echt zu blöd, komm. Du, Harry, Dieter und ich waren heute auf dem Arbeitsamt. Mhm.
war gar nicht so schlecht. Er hätte beinahe einen Job als Fahrer gekriegt, aber dazu ist er noch ein bisschen zu schwach. Muss erst wieder zu Kräften kommen. Ja, als nächstes nehmen wir uns die Stellenangebote in der Zeitung vor, gell, Dieter? Ja, man muss Geduld haben. Na, zum Arbeitsamt gehen wir auch noch mal Ende der Woche. Ich habe auch nicht viel Erfolg gehabt heute Vormittag. What's the matter with you? You're looking like an outcast. Lass ihn doch. Ist aber wahr. Er steht da und ich spüre in meinem Rücken eine kalte, schlechte Strömung. Die Boys haben das auch gespürt. Die laufen weg davon. Ach Quatsch. Die sind weggelaufen, weil du keine Ahnung von Atomenergie hast. Scheiße, das wäre auch noch weg. Ich finde das beschissen, wenn du sowas sagst. Das hilft ihm doch auch nicht. I'm sorry, aber er ist unmöglich für die Mission. Heinz hat es dir auch gesagt. Komm, lass ihn laufen. Helf mir hier. Nein, ich muss ihn suchen. Fasao, darf ich ein paar Minuten mit Ihnen sprechen? Ich möchte fragen, ob Sie schon über den Sinn Ihres Lebens nachgedacht haben. Nein, ich habe keine Zeit. Ja, aber... Papa! Bea, da bist du ja, Mädchen. Mein Gott, dass ich dich endlich gefunden habe. Hast du mich gesucht? Ja, ein bisschen dünn siehst du aus. Kriegst du nicht genug zu essen? Na doch. Ist was passiert? Ist die Große krank oder Mama? Nein, nein, Oma geht sehr gut. Alle sind gesund, es ist alles in Ordnung. Tja, ich bin eigentlich geschäftlich hier und ich dachte, guckst meiner Wohnung vorbei. Da war aber niemand. Na klar, tagsüber sind wir immer hier. Ja, ich wollte dich ja eigentlich zum Kaffee einladen. Geht das? Ne? Ja, eigentlich nicht. Weißt du, das ist hier genau wie Dienst. Und da muss ich erst den Heinz fragen. Das ist unser Zentrumsleiter. Ja, und um Dieter muss ich mich auch noch kümmern. Na komm, Bea. Schließlich ist dein Vater nicht jeden Tag in Stuttgart. Ich möchte mich ein bisschen mit dir unterhalten. Hm? Mit deinem Heinz komme ich schon klar. Aber ich habe euch doch schon alles geschrieben. Ja, wir müssen ein bisschen miteinander reden. Also die Argumente von eurem Pfarrer Euler sagen mir überhaupt nichts, Papa. Wir gehören nicht der Landeskirche an, okay? Können wir auch gar nicht, weil wir eine weltumfassende Kirche sind, die offen sein will für alle Menschen aller Religionen. Also was soll uns das um den Mitglied der Landeskirche? Na, und das mit dem Vorwurf, wir sollen eine Sekte sein. So, Papa, das trifft mich überhaupt nicht. Denk doch mal an Jesus. Ja, Jesus und seine Anhänger sind vor 2000 Jahren auch als Sekte verleumdet worden. Stell dir mal vor, die hätten auf eurem Pfarrer Euler gehört. Nein, 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 du kannst doch unmöglich Jesus Christus zum Vergleich heranziehen. Hier steht's. Als wahre Tochter will ich dem Vorbild unseres Vaters folgen und mutig das Lager des Feindes angreifen, bis sie sich völlig gerichtet haben mit den Waffen, mit denen er für mich den Verlauf der Geschichte hindurch den Feind Satan besiegt hat. Durch das Säen von Schweiß für die Erde, Tränen für die Menschen und Blut für den Himmel. Als ein Diener, aber mit dem Herzen eines Vaters, um seine Kinder und das Universum verloren an Satan wiederherzustellen. Das gelobe ich. Amen. Bea, kannst du den ganzen Schmonzes etwa auswendig? Papa, das ist doch kein Schmonzes. Das ist unser Gelöbnis. Wir sprechen das jeden Sonntag nach dem Gebet. Möchtest du denn gar nicht, dass euch da jemand reif machen will für den Dritten Weltkrieg? Euer oberster Chef ist nämlich fest davon überzeugt, dass ein dritter großer Krieg unvermeidlich ist. Und wenn ihr das Lager des Feindes angreifen sollt... Das bin ich auch. Was? Ja, überzeugt. Es wird nicht ohne Krieg abgehen, leider. Du bist völlig übergeschnappt. Hier haben dir deinen Verstand zugeschwatzt. Oder ich weiß nicht was. Du hast doch keine Ahnung, was ein Krieg bedeutet, du Kükentuch. Willst du wirklich einer freiwilligen Armee beitreten und in Südostasien gegen die Kommunisten kämpfen? Willst du das wirklich? Was soll denn das? Wie kommst du denn da drauf? Weil euer Herr und Meister dazu aufgerufen hat, du blindes Huhn, du. Ich habe mir beim Pfarrer Notizen gemacht. Wortwörtliche Zitate hier. Freie Völker der Welt. Die Partisanen Gottes sind, befreien wir vollständig die kommunistischen Länder. Die Partisanen Satans sind. Geht dir nun ein Licht auf hier? Lies selbst. Freie Völker der Welt. Das ist ein Irrer. Gefährlicher Irrer. Was machst du da? Gib her. Das ist eine Verleumdung. Verleumdungen gehören in den Papierkorb. Es tut mir leid, Bea. Eigentlich wollte ich ganz anders mit dir reden. Vernünftiger, ja? Schau, ich habe doch selbst etliche Jahre meines Lebens in einem kommunistischen Land verbracht. Sicher, wenn ich in der DDR geblieben wäre, ich hätte heute bestimmt kein eigenes Geschäft. Es wäre ihm alles ein bisschen anders gelaufen. Aber ich wäre doch kein Unmensch geworden. Von satanischer Unmenschlichkeit, wie hier steht, habe ich nichts gemerkt. Es hat Ungerechtigkeiten gegeben, vielleicht mal Unmenschlichkeit. Aber die gibt es im sogenannten freien Teil der Welt auch, die gibt es überall.
Ich habe ja gar nicht gesagt, dass es hier gerecht zugeht. Es geht sogar sehr ungerecht zu. Alle machen mit. Auch du und Mama. Braucht gar nicht so fromm zu tun. Seid genauso eigennützig und materialistisch wie die ganze Gesellschaft hier. Ah, jetzt sind also deine Eltern dran. Wir stehen natürlich auch unter dem Einfluss Satans, gell? Das kann ich dir nicht sagen. Aber eins weiß ich, dass Mamas viele Beterei eigentlich zu überhaupt nichts geführt hat. Sie betet und betet und im Grunde genommen geht es ja dabei nur um sich selbst. Vielleicht geht es ja noch um dich und um Klaus. Aber dass ihr einmal etwas abgegeben hättet von dem Überfluss, in dem ihr hockt, davon habe ich nie was gemerkt. Moment mal, wir haben schon was abgegeben. Vielleicht ist dir das nicht so aufgefallen, aber abgegeben haben wir. Aber es hat euch nicht wehgetan. Wir, meine Familie, wir haben wirklich nur das, was wir unbedingt brauchen. Und deswegen leben wir ehrlicher als ihr. Und das finde ich gut. Sieht auch lecker aus, hm? Da weißt du, was Mama und mich angeht, da hast du vielleicht nicht so ganz Unrecht. Schmeckt's dir? Und ich glaube dir auch, dass du und deine Freunde, dass ihr selbstloser lebt, dass ihr von eurer Sache überzeugt seid. Trotzdem muss ich dir sagen, dass ihr ganz schön bemogelt werdet. Euer Herr und Meister scheffelt, während ihr für ihn arbeitet, Millionen. Das ist nicht wahr. Das ist leider doch wahr. Und ist die Torte schon aufgegangen? Nein. Herrgott, wir danken dir, dass du es so gut mit uns meinst und uns heute so reichlich beschenkt hast. Wir danken dir auch, dass du uns Beatas Sparbuch zugeführt hast. Es wird uns manchen Engpass überwinden helfen. Ich segne diese Speisen in deinem Namen, Herrgott, und im Namen deines Sohnes, unseres Meisters. Und lass einen Teil dieses Segens dem Spender, dem Vater von Beate, zuteil werden. Amen. Amen. Es war toll von deinem Vater, Beate. Er ist bestimmt ein guter Mensch. Look here, Paprika. Paprika. Wisst ihr was? Ich koche gefüllte Paprikaschoten. Ist Hackfleisch da? Ja, mindestens 2 Pfund. Das sind... Oh, wahnsinnig. Das gibt ein richtig gutes Essen. Ich habe meinem Vater versprochen, dass ich zum Geburtstag von meiner Mutter nach Hause fahre. Wann ist das denn? Nächsten Freitag. Das finde ich aber nicht okay. Das ist noch zu früh. Was ist deine Meinung, Heinz? Ich finde, wir sollten später darüber sprechen. Jetzt nimmt jeder mal eine Apfelsine. Weißt du, das ist ein ziemlich schwieriges Problem, Beate. Glaubt ihr etwa, dass ich mich von meinen Eltern beeinflussen lasse? Nein. Nur ich finde den Vorschlag von Heinz sehr gut. Das finde ich auch. Weißt du, wenn du das Training hinter dir hast, da bist du so stark, da können dir deine physischen Eltern den Buckel runterrutschen. Na, erst sagst du, dass mein Vater ein guter Mensch ist und auf einmal soll er mir einen Buckel runterrutschen. So meine ich das doch gar nicht. Wie meinst du es denn dann? Ich habe gesagt, wir sprechen später darüber. Glaubt ihr wirklich, dass Christus ein Versager ist? Siehst du, du stehst doch schon unter dem Einfluss deines Daddys. Ich habe mit meinem Vater gar nicht über Christus gesprochen, Harry. Ich will nur wissen, wie ihr darüber denkt. Ich muss es einfach wissen. Versteht ihr das denn nicht? Jesus Christus ist der Messias, Beate, für dich wie auch für uns. Und wir glauben auch, dass die Zeit der Wiederkunft des Messias angebrochen ist. Ja, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit sogar schon unter uns weilt, in anderer Gestalt und unter anderem Namen. Darüber haben wir doch gesprochen, erinnerst du dich nicht? Doch. Er ist also kein Versager. So würde ich das nicht ausdrücken. Wir glauben nur, dass es nicht Gottes Wille gewesen sein kann, dass er ans Kreuz genagelt wurde und dass er darum die ihm von Gott übertragene Aufgabe nicht voll erfüllen konnte.
Genauso habe ich sie erklärt, Heinz. Genauso. Du solltest solche Erklärungen lieber unterlassen, Dieter. Du findest im Moment bestimmt nicht die richtigen Worte, um diese komplizierten Inhalte darzustellen. Ja, er hat es mir aber wirklich so erklärt. Vielleicht habe ich es nicht so genau verstanden. Gott ist natürlich das Zentrum aller Menschen und das Zentrum des gesamten Universums. Wir sind also Gottes Objekt, gleichzeitig aber auch Objekt und Subjekt in einem, wobei das Subjekt unser geistiges Zentrum darstellt, während unser Körper Objekt ist und mit dem Geist in ständiger Wechselbeziehung steht. Ist das verständlich? In etwa, ja. Unser Ziel ist es daher, auf ein geistiges Zeitalter vorzubereiten, das bereits begonnen hat. Meinte, sie hätte keine Hilfe mehr. Ja, dann habe ich gesagt. Hm. Weißt du übrigens, dass du mir neulich Glück gebracht hast? Ich habe nämlich am selben Tag noch Arbeit gekriegt. Und am 1. kann ich auffangen. Toll. Ach, das freut mich. Ich finde das einfach unheimlich gut, dass du vorbeigekommen bist, Irene. Weißt du, ich gehöre selber noch nicht so lange zur Familie. Und das macht mich einfach wahnsinnig froh, wenn ich merke, dass sich jemand für unsere Arbeit interessiert. Du kannst mich gerne fragen. Ja. Magst du lieber selber erzählen? Ja, weißt, dass du mich da so einfach angesprochen hast und mir gesagt hast, dass du mich magst, das hat mir wirklich imponiert. Du, das müsst ihr wirklich sagen, weil sowas erlebt man selten. Wenn wir alle nach Gottes Plan handeln würden, dann würden wir uns auch alle lieben und dann könnten wir es uns auch alle sagen. Und das ist deine Familie. Mhm. Das sind meine Geschwister. Das ist Elisabeth und Heinz und der mit dem grauen Pullover, der gehört nicht zu uns. Harry ist, glaube ich, in der Küche. Da singt einer. Das ist Dieter, der gehört auch zu uns. Ah ja. Viele sind's nicht. Oh doch, wir sind viele. In so kleinen Gruppen, wie du sie hier siehst, sind wir über die ganze Welt verteilt. Weißt du, wir versuchen anders zu leben. Wir versuchen, die Liebe, die wir haben, weiterzugeben. Und weniger egoistisch zu sein, als wir es bisher waren. Wollt ihr Tee? Das ist Harry. Ja, bitte? Wissen Sie, wenn Sie wollen, Sie können auch ein Mitglied unserer Familie werden. Nein, das könnte ich bestimmt nicht. Klar können Sie das. Wenn Sie Gott in das Zentrum Ihres Lebens stellen und Satan daraus verbannen, werden Sie alles schaffen, was Sie wollen. Weil er die Kraft dazu gibt. Wir sind alle sehr glücklich in der Familie. Und wir wünschen uns, dass noch mehrere Leute so glücklich werden können. Nicht wahr, Beate? Mhm. Jetzt hat er aufgehört. Wer? Der Sänger. Der hatte wirklich schöne Stimmen. Du magst Musik auch? Ja. Ich habe selber im Kirchenchor gesungen. 6 Jahre. Hier ist das aufgezeichnet. Was? Das göttliche Prinzip. Von der Harmonie und Einheit der Welt, wie es von Gott geplant war. Und wie wir es wiederherstellen wollen. Verstanden? Und hier? Hier ist das satanische Prinzip von der Welt. Wie wir jetzt im Moment haben. Durch den Sündenfall von Adam und Eva. Ich habe euch allen etwas zu sagen. Eine Botschaft. Hört zu. Ich habe den Messias gesehen. Auf einem Mondstrahl ist er zu mir ins Zimmer getreten. Und er hat sie mir gesprochen. Dieter, spiel uns bitte kein Theater vor. Theater? Heinz! Du, ich hab den Messias gesehen. Begreifst du das denn nicht? Nein. Aber Heinz, die Botschaft. Ich soll euch segnen. In seinem Namen. Du, Heinz, er hat doch zu mir gesprochen. Hör mit dem Theater auf. Dieter! Der Messias kommt auf keinen Muster vor. Ich hab ihn doch gesehen. Du, ich hab ihn gesehen. Geträumt. Aber nein! Aber nein, Hilfe! Ich muss jetzt gehen. Entschuldigen Sie bitte. Dieter gehört zu uns, aber er hat starkes Fieber und ist sehr erkältet. Und abends wird das Fieber immer schlimmer, da hat er richtig Fieberfantasien. Nicht wahr, Beate? Beate, was machst du denn da unten? Ich kann euer verlogenes Gerede nicht mehr hören. Wir können doch gar nichts dafür. Wir müssen doch unseren Gästen sagen, dass wir nichts dafür können. Auf Wiedersehen. Können. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte auf Wiedersehen. Tut mir sehr leid.
Ja. Mhm. Gut, Reinhold. Du, ich bin dir sehr dankbar. Mittwoch um 5. Ja, natürlich bin ich da. Dieter auch, ja. Gut. Und viele Grüße an deine Frau. Und vielen Dank. Nacht, ja. Nacht. Mensch, hör auf mit dem Geklimper. Du machst ja noch ganz nervös. Hast du es ihm erzählt? Was soll ich mir erzählt haben? Naja, dass ich ihn gesehen habe. Das wirst du Reinhold doch wohl erzählt haben. Reinhold kommt am Mittwoch und er möchte mit dir sprechen. Er soll ruhig kommen. Ich werde ihm schon alles berichten. Es war einfach großartig. Er hat mindestens eine Minute zu mir gesprochen. Na ja, ich habe auf die Uhr geguckt. Nehmen wir mal an, Dieter, du hattest wirklich eine Vision. Vision? Aber Heinz, ich habe ihn gesehen. Ich hätte ihn sogar berühren können. Er hat ein ganz weiches, ein gütiges Gesicht. Wie dem auch sei, Dieter, es war auf jeden Fall falsch, vor unseren Kontakten darüber zu sprechen. Du hast sie erschreckt. Die werden bestimmt nicht wiederkommen. Und was das Schlimmste ist, die werden draußen schlecht über uns reden. Und das ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Reinhold wird sich zu deinem Vater zurückbringen. Nein. Das könnt ihr doch nicht machen mit mir. Ihr könnt mich doch nicht einfach abschieben. Beate, du hast es mir doch versprochen. Sag ihnen, dass sie das nicht tun dürfen mit mir. Wir dürfen ihn nicht so gehen lassen. Wir dürfen es einfach nicht. Was hast du Dieter versprochen, Beate? Das, was ich geglaubt habe. Dass wir ihn nicht loswerden wollen. Dass wir ihn brauchen. Und dass wir ihn lieben. Wir können doch mit Reinhold reden. Wir können es ihm doch erklären. Wenn der Landesvater entschieden hat, dass der Dieter geht, werde ich nichts dagegen sagen. Was meinst du, Heinz? Was meinst du, Heinz? Musst du dich denn immer erst vergewissern, was Heinz dazu meint, du alter Schleimscheiße? Kein Wort kaufe ich dir mehr ab. Bitte, wir wollen doch in Liebe miteinander umgehen. Okay. Gehen wir in Liebe miteinander um. Also, wenn ihr mich fragt, dem ist nicht der Messias, dem ist der Leibhaftige erschienen. Ich spüre richtig den kalten Luftzug. Hör doch auf! Wir müssen ihn zurückholen. Los! Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Schon gestern mal direkt reingelaufen ins Auto. Meine Tochter stelle von ihr gegangen, Fräulein. Kranke Auto muss gleich da sein. Dieter, hörst du mich? Sag mal, willst du jetzt wirklich mitten in der Nacht weg? Lass uns doch erst mal drüber schlafen. Wir könnten auch zusammen beten, nur wir beide. Ich habe ihm immer gesagt, dass wir ihn lieb haben. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn brauchen. Alles gelogen. Ihr seid schuld, dass er durchgedreht ist. Keiner ist schuld, Beate. Dieter hat seit langem schon nicht mehr richtig getickt. Das weißt du ganz genau. Beate? Ich kann nichts machen. Sie will weg, Hans. Weißt du, was dir vorsteht, wenn du die Familie verlässt? Du bist ohne Job, ohne Geld. Du verlässt deine wahren Eltern. Deine Geschwister und Gott. Wie willst du in all das leben? Ihr habt Gott nicht gepachtet, Heinz. Lass mich durch. Dann ist dir nicht mehr zu helfen.
Du wirst bereuen. Gott wird dich strafen. Er wird dich dem Satan überlassen. Beate, ich hab dich sehr gern gehabt. Wirklich sehr lieb. Das musst du mir glauben. Glaubst du es mir?